Powerplay SK7, wo man sagt, da kann man ein bisschen mehr, bisschen mehr Energie reingeben auch. Ja. Der Ball bleibt trotzdem kurz. Das ist hier dann ein bisschen schwieriger. Da muss man auch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Ja, da bewegt man sich dann schon in einem enormen Grenzbereich, wo es dann auch schwierig wird, die Kontrolle zu behalten. Ist aber hier in der Kombination eigentlich sehr gut. Also ich habe ein Holz, das jetzt schneller ist, aber trotzdem noch irgendwie eine Rückmeldung, wo ich sage, ich spüre den Ball. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tischtennis bei Daniel Porten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wenn dir dieser Kanal gefällt und du einen Mehrwert aus diesen Videos ziehst, dann lass doch gerne ein Abo da und klick auf Like bei diesem Video. Und immer fleißig kommentieren. Ich freue mich immer über einen gemeinsamen, konstruktiven Austausch. Und jetzt machen wir eine Zeitreise. Basti Steger wird all seine Hölzer und all seine Belege so spielen, wie er es in seiner Karriere gemacht hat. Und am Anfang wird der Rüdiger noch etwas dazu sagen. Der Ton ist leider dann nicht so gut, weil wir spielen uns auch im Hintergrund ein. Aber eine spannende Zeitreise und du wirst erkennen oder Basti wird dir erklären, welche Belege, welches Holz zu welchem Zeitpunkt er gespielt hat und was dabei wichtig ist. Und vielleicht kannst du auch eine dieser Kombis dann mal ausprobieren. Und jetzt viel Spaß in diesem Video. Willkommen jetzt zum Video, wie angekündigt. Bastian Steger und Daniel Porten sind hier, die spielen sich gerade ein bisschen ein und wir wollen halt jetzt gleich von Basti auch dann mit einige Bemerkungen hören, einige Dinge, die er zu den Hölzern zu dem Material zu sagen hat, einfach auch um euch zu suggerieren und euch wiederzugeben, wo ist jetzt tatsächlich Unterschied Vollholz zu Kunstfaserholz, Unterschied nochmal in den einzelnen Kunstfaserhölzern. Also genießt einfach erstmal gerade kurz die Ballwechsel dabei. Und dann ja, würde ich sagen, kann dann gleich ein bisschen was erzählt werden. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt auch damit spielen. Ja, das fühlt sich nicht so schlecht an. Das fühlt sich nicht so schlecht an tatsächlich. Auch überrascht, ja. Ja, aber gut, jetzt hast du ja noch im Kopf tatsächlich dein aktuelles Material, womit du spielst. Ganz kurz dazu. Das ist jetzt das Korbel SK7 mit zweimal DickX0910, 2,1 mm. Bisschen näher rangehen kurz, dann verstehen sie uns auch ein bisschen besser, hoffe ich dann einfach mal. Und einfach erst deinen Eindruck. Vollholz. Was sagst du dazu? Fühlt sich gut an, würde ich sagen. Es fühlt sich natürlich jetzt im Vergleich zum Carbonholz etwas weicher an, ja. Vielleicht mehr Bogen noch, ein bisschen langsamer okay. Auch, aber dadurch auch eine gute Kontrolle, eine hohe Sicherheit. Ja. Also es fühlt sich sehr angenehm an, etwas weicher als ein Carbonholz natürlich. Hast du das Gefühl, dass du eventuell von der Platzierung her etwas anderes spürst oder macht das für dich überhaupt nichts aus? Das heißt, du bist eigentlich so sicher jetzt, quasi als Profi, als Tischtennis-Profi, dass du einfach sagst, ich spiele da hier hin und das schaffst du auch mit dem Holz. Das ist für dich völlig. Ja, würde man hinbekommen. Das kriegst du hin. Also, das ist okay. Das würde man hinbekommen, ja. Aber halt etwas anders als mit dem Material, was du gerade spielst. Ja, ja. Also, ja. Klar. Im Vergleich jetzt mit Zutani ist es natürlich deutlich schneller, deutlich direkter. Und das Korbel etwas weicher, ein bisschen reduzierter von der Geschwindigkeit. Aber eine sehr gute Kontrolle. Sehr gute Kontrolle, wunderbar. Die Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass Korbel SK7, der Name drückt es schon aus, ist ein siebenschichtiges Holz. Warum hast du dich damals für dieses siebenschichtige Holz entschieden als Vollholz? Ich habe da auch nicht extrem viele Hölzer getestet, sondern einfach gemerkt, das hatte ich mal probiert zwischendurch und gemerkt, ja, ist genau das, was für mein Spiel eigentlich gut ist. Und ich habe immer viel Wert auf eine gute Kontrolle gelegt. Also nie eben die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, sondern mehr die Kontrolle im Vordergrund zu haben. Ja. Ist aber nicht so, dass das Holz jetzt langsam ist, also ganz und gar nicht. Definitiv. Aber ich merke diese Rückmeldung eben sehr gut. Also wenn ich den Ball treffe, dann habe ich eben diesen Anschlag und ich spüre den im Holz und bekomme dadurch die Rückmeldung, wie gut treffe ich den Ball, wie fein oder wie hart.
Okay. Das ist bei dem Holz sehr gut. Also sehr sensibel. Genau. Wie würdest du Kontrolle für dich definieren? Kontrolle eben durch diese Rückmeldung. Die Rückmeldung? Durch den Anschlag. Okay. Genau. Okay. Kontrolle wäre jetzt für dich nicht, dass du sicher sagen kannst, ich spiele da irgendwo hin muss. Ja, das Resultat dann daraus. Ne? Wir gehen zum nächsten Schläger. Eindruck ist jetzt da. Wir nehmen jetzt tatsächlich dann deinen nächsten Step vom Holz und gehen zum Sanjike AL10. Gleiche Ballübungen. Das sei jetzt ganz objektiv für mich betrachtet oder auch subjektiv vielleicht ein bisschen anders aus tatsächlich. Vielleicht liegt es auch, weil du schon ein bisschen gewärmt bist jetzt, so ein paar Schläge gemacht hast. Ja, ne? Schwingt schon ein bisschen anders durch, aber gut, gehen wir einfach drauf ein. Wir haben jetzt hier das Sanjike ALC-Holz im Vergleich zum vorherigen Korvel SK7. Gleiche Belege tatsächlich, wiederum DIGNIX 09C21 Rot und Schwarz. Dein Eindruck? Genau, dann merkt man deutlich, dass das Holz jetzt einfach schneller ist, viel direkter, der Ball geht viel mehr nach vorne, ja. Also etwas weniger Bogen als noch beim Korbel und ich bin schon ein bisschen außer Atem da. Wie ist das mit der Rückmeldung? Spürst du auch tatsächlich im Arm, du hast es eben so schön beschrieben, bei dem Vollholz, dass es wirklich auch eine Sensibilität gibt in deinen Arm rein, dass du was merkst, dass du wirklich den Ballkontakt aufmerkst, ist das hier genauso noch? Etwas weniger, ja, also noch mehr beim Korbel SK7. Aber das ist halt immer so eine Kompromisslösung. Mhm. Je schneller ein Holz wird, desto schwieriger ist es, dass man diese Rückmeldung bekommt. Okay. Ist aber hier in der Kombination eigentlich sehr gut. Also ich habe ein Holz, das jetzt schneller ist, aber trotzdem noch irgendwie eine Rückmeldung, wo ich sage, ich spüre den Ball. Ich weiß genau, was mit dem Ball passiert. Mhm. Wenn ich den fein treffe, wenn ich den langsam treffe, dann weiß ich trotzdem noch, ich habe die Kontrolle. Und das ist in der Kombination sehr gut. Das ist dann auch sehr gut. Jetzt gehen wir zu deinem, den du aktuell spielst. Ja, wir kommen jetzt in den absoluten Geschwindigkeitsrausch. Jetzt sind wir mal gespannt, was er jetzt macht. Schon nicht wenig Schnitt drin auch. Ne? Ich mache schon so 70% maximal, da mache ich das schon rein. Gut, wieder zurück im Vergleich. Also Eindruck, Korbel SK7, Unterschied ALC haben wir eben gehört. Jetzt haben wir halt den Unterschied ALC zu ZLC, die jetzt erstmal von meinem Betrachtungswinkel her eine härtere Kunstfaser ist tatsächlich auch. Weniger schwingt, noch ein bisschen weniger schwingt, ne, als andere Kunstfasern tatsächlich. Von daher auch für dich jetzt der richtige Entwicklungsschritt, gar keine Frage von der Dynamik her. Ball haben wir eben drüber gesprochen, sehr gut. Ne? Jetzt nochmal Vergleich, ALC zu ZLC. Ja, merkt man, wie du auch gesagt hast, oder wie es vielleicht nach außen wirkt, dass es nochmal schneller, der Ball geht nochmal direkter vom Schläger weg. Und dadurch wahrscheinlich auch nochmal weniger Kurve, weniger Bogen. Ja. Aber mehr Geschwindigkeit einfach. Also das ist ja dann das Ziel von so einem Holz, dass das mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und weniger auf Kontrolle, Bogen, wie es beim Korbel SK7 ist oder auch noch beim Sanjike. Mhm. Da ist dann der Fokus mehr auf die Schnelligkeit. Okay. Wir haben natürlich jetzt sehr dynamische Schläge von dir gesehen, sprich Rückhand-Tops und Vorhand-Topspin. Wenn wir jetzt mal dazu übergehen würden und sagen, gehen wir mal Richtung Aufschlag, Rückschlag. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig eigentlich für die Kontrolle. Ne? Ich meine, ja. Für mich als Hobbyist, als Hobbyspieler würde ich immer sagen, das ist halt das Entscheidende. Ne? Du hast sehr gute Aufschläge, du hast auch einen sehr guten Rückschlag mit Sicherheit. Ne? Aber jetzt mal, viele der Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, haben glaube ich da irgendwie schon so ein bisschen mehr Probleme, ne? Oder könnten mehr Probleme haben.
Wie würdest du jetzt, um das Thema nochmal Kontrolle, Schnelligkeit, Bogen aufzugreifen, das Empfinden zurückgehend, Aufschlag, Rückschlag, ist das ein größerer Unterschied dann von einem Vollholz zu einem Kunstfaserholz oder ist auch das für dich nicht so entscheidend? Auch das ist für dich sehr gut, du spürst genug, du kannst auch den Ball nach wie vor kurz abstechen, ohne Probleme. Guter Punkt, das ist natürlich dann gerade im Aufschlag-Rückschlag-Bereich oder wenn man sagt, kurz, schon sehr wichtig, wenn man da das Gefühl hat, der Ball bleibt vielleicht ein bisschen länger am Schläger, man hat da bessere Kontrolle, den Ball auch kurz zurückspielen zu können. Wird schwieriger, je schneller der Schläger das Holz ist, ne? Ja. Dann hat man manchmal das Gefühl, macht einen Rückschlag und der Ball schießt weg und sagt, oh, konnte ich gar nicht kurz legen richtig. Ne? Mhm. Das wird natürlich dann schwieriger, je schneller der Schläger insgesamt wird. Ganz klar. Wie gehst du damit um? Oder wie hast du dich darauf eingestellt? Hast du die Bewegung reduziert? Oder was hast du gemacht? Genau, da muss man da sich von der Bewegung auch ein bisschen anpassen, dass man vielleicht im Vergleich jetzt zum Korbel SK7, wo man sagt, da kann man ein bisschen mehr, bisschen mehr Energie reingeben auch. Ja. Der Ball bleibt trotzdem kurz. Das ist hier dann ein bisschen schwieriger. Da muss man auch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Da bewegt man sich dann schon in einem enormen Grenzbereich, wo es dann auch schwierig wird, die Kontrolle zu behalten. Das ist eigentlich das A und O der ganzen Geschichte. Man muss trainieren. Ne? Man muss trainieren, um das Ganze irgendwie auch dann für sich selber so ein bisschen umzusetzen. Und was wir eben ja in einem der vorherigen Videos mit Basti gelernt haben, er hat es in sich eigentlich auch genau richtig gemacht. Ne? Er hat also nicht sich einen komplett neuen Schläger gekauft, sondern er hat bewusst einen Belagwechsel auf einem vorhandenen, für ihn bekannten Holz durchgeführt, was die Sache durchaus wesentlich einfacher macht, weil man hat eine bekannte Komponente, auf die man sich verlassen kann, auf die man sich verlassen hat und ändert im Prinzip nur zwei Nuancen. Mehr nicht. Ne? Und danach kommt der nächste Step. Und das hat, glaube ich, für dich, für deine Karriere auch genau richtig entschieden, so zu machen. Ne? Genau, richtig erklärt. Das war für mich auch immer wichtig, dann ja nicht alles komplett zu ändern, sondern perfekt. Ja, nur einen kleinen Teil dann erstmal. Hervorragend. Ich würde sagen, wir haben viel gelernt. Bastian, vielen Dank für deine Expertise hier in dem Augenblick. Ne? Und würde sagen, das war der Part Test mit Basti.